Jo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rap Nation Kanal. Ja, wie ihr leider schon im Titel lesen könnt, habe ich dieses Motorrad verkauft. Und in diesem Video erkläre ich euch einfach mal, wieso ich dieses Motorrad verkauft habe. Obwohl ich erst im Fazitvideo gesagt habe, falls ihr das noch nicht gesehen habt, wo ich die meistgefragtesten Fragen beantworte. Das ist hier oben verlinkt, auf dem i. Ja, dann wundert ihr euch sicher vielleicht, warum ich jetzt das Motorrad hier verkaufe. Wer mich auch schon länger verfolgt, weiß, dass ich oft schon Motorräder gewechselt habe. Viele lachen auch darüber. Ich lache meistens mit, weil ich es genauso witzig finde. Aber ich finde es einfach geil, die Möglichkeit zu haben, die Motorräder kaufen zu können, wieder zu verkaufen, meine Erfahrungen damit zu sammeln. Ich werde auch in zukünftige Videos, also werde ich auch zu jedem Motorrad, das ich besessen habe, mal ein Fazitvideo machen. Vielleicht interessiert euch das ja auch, weil ich habe, glaube ich, jetzt schon gefühlt 10 Motorräder besessen oder sowas. Jetzt habe ich aber schon wieder extrem drumherum geredet. Jetzt muss ich mich noch kurz konzentrieren. Ja, und wieso verkaufe ich jetzt dieses Motorrad, wenn es mir so gut gefallen hat? Ich möchte einfach wieder was Neues testen. Ich habe jetzt alles, was ich mit dem Motorrad erleben wollte, habe ich erlebt. Ich wollte es testen, wie weit ich komme, wie lang die Akkuzeit ist. Ich wollte wissen, wie schnell es fährt, wie die Aufladung funktioniert. Das wollte ich alles mal testen. Und ja, und jetzt habe ich alles getestet. Ja, und bei mir ist es dann einfach so, dass ich jetzt irgendwie das Interesse so ein bisschen verloren habe an dem Motorrad, weil ich jetzt alles getestet habe, was ich testen wollte. Ein Punkt ist zum Beispiel auch, dass man an dem Motorrad nicht so viel verändern kann. Also man kann hier nicht eine Software überspielen, dass sie mehr Leistung hat oder eine andere Batterie einbauen. Hier gibt es relativ wenig Umbaumöglichkeiten. Und mein neues Projekt, also ich habe schon was in Aussicht. Ich versuche es jetzt auch gerade gebraucht irgendwo zu ergattern, dass es nicht ganz so teuer fällt. Muss ich aber, da brauche ich noch ein bisschen Geduld. Ich bin ja schon lange Zeit auf der Suche. Vielleicht aber, bis das Video hier online kommt, habe ich schon was Neues. Ich bin auf jeden Fall gespannt, freue mich schon sehr drauf. Seid auf jeden Fall auch gespannt. Deswegen, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auf jeden Fall gar nichts. Es kommen auch noch andere Elektrofahrzeuge jetzt immer mehr und mehr auf den Markt. Und das will ich nicht verpassen, die auch mal zu testen, um meine Erfahrungen zu sammeln. Ich hatte jetzt eine richtige Gaudi mit der Maschine, aber ich bin ganz ehrlich, wenn KTM weiter trödelt und nichts Innovatives, Neues rausbringt in den nächsten Jahren, ich habe mich auch schon mal erkundigt, ob es irgendwann mal eine neuere Version wieder, eine geupdatete Version gibt. Da kommt irgendwie von KTM nichts und finde ich ein bisschen schade, weil das Motorrad ist so geil. So geile Komponenten, die Qualität stimmt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, diese Maschine gibt es seit 2018 genau so und es wurde nichts mehr daran verändert. Der Elektromarkt ist so gestiegen, so ein Interesse ist geweckt worden und KTM zieht da einfach nicht nach, obwohl die einer der größten Hersteller auf der Welt sind. Ich habe die Befürchtung, dass es vielleicht verschlafen werden und deshalb möchte ich jetzt auch mal auf was anderes umsteigen und was anderes kennenlernen. Ich kann euch ja eins verraten, es wird auf jeden Fall zu 100% wieder Elektro sein, weil von dieser Elektroschiene werde ich nicht mehr absteigen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist einfach das Geilste, was meiner Meinung nach gibt. Also Elektro ist einfach geil. Also ich kann jetzt also auch nichts so richtig krasses Negatives zu dem Motorrad sagen, weil es hat einfach, es stimmt eigentlich alles. Außer vielleicht der Preis, der stimmt nicht. Und das ist vielleicht auch das große Manko an dem Motorrad, der Preis, das ist einfach so viel Geld und ich glaube, da schießt sich dann KTM auch selber irgendwann mal ins Aus, wenn die anderen China-Hersteller und was, woher auch sie alle kommen, im Punkto Preis-Leistung einfach besser sind, dann wird irgendwann mal KTM vom Thron gestoßen und das wird nicht mehr lange dauern, wenn KTM nicht nachzieht. Ja, ich muss jetzt einmal noch drum rumlaufen, als schönes Andenken. Wow, sexy Maschine. Ich kann es nur wieder sagen. Es ist immer wieder geil, dieses schöne Motorrad zu sehen. Ich gehe mal ein bisschen in die Knie, dass ihr auch mehr seht. Jetzt mit der Sonne hier, traumhaft. Ja, es ist einfach so ein wunderschönes Motorrad. Ja, mir wird es auch persönlich ein bisschen leid tun. Fällt mir auf jeden Fall auch schwieriger als wie bei manchen anderen Motorrädern. Weil mir das Motorrad wirklich sehr, sehr gut gefällt. Das hatte ich schon lange nicht mehr, dass mir so ein Motorrad so wirklich... Irgendwie, ich habe mich so ein bisschen an das Fahrzeug hier gewöhnt. Es war einfach ein schönes, es war eine schöne Zeit. Der neue Besitzer, der freut sich schon enorm drauf.
Ich freue mich, dass es in gute Hände kommt, dass der genauso eine geile Gaudi hat, wie ich mit dem schönen Moped. Deswegen bleibt mir jetzt nichts anderes mehr übrig, als das letzte Mal auf diesem Motorrad hier zu sagen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Seid gespannt auf kommende Videos. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.